Freunde. Ja, jetzt ist es leider bei uns auch so. Ich bekomme nirgends frische Hefe. Seit letzter Woche suche ich Hefe. Auch mein eingefrorener Vorrat ist jetzt zu Ende. Aber wir brauchen ein Brot. Und ich habe jetzt mal wirklich in meinem Rezeptbüchlein, Rezeptordner bzw. mal gekruschtelt, ob ich nicht irgendwo noch ein Brot habe, das nicht mit Hefe gebacken wird. Und ich bin wieder fündig geworden. Und zwar möchte ich heute ein Brot backen. Wie gesagt, ganz ohne Hefe, und zwar nehme ich dafür Backpulver anstatt Hefe, und ich habe mir dazu vermerkt, schmeckt sehr, sehr lecker, man merkt es nicht, dass die Hefe fehlt. Also, und ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt hier sofort die Kamera mitlaufen für alle die, die auch so wie ich immer ein Brot brauchen, also ich jetzt für meine Männer, für die Arbeit, für die Brotzeit, und ihr könnt es eben dann auch loslegen und Brot backen ganz ohne Hefe. Ich habe mir die Zutaten alle schon wieder hergerichtet. Als erstes könnt ihr euch gleich mal euren Backofen vorheizen, und zwar auf 200 Grad Umluft dieses Mal. Und dann brauchen wir die Zutaten alle nur noch in den Thermomix zum geben und ein bisschen verkneten, und dann haben wir den Teig auch schon fertig. Und zwar brauchen wir 750 Gramm Dinkelvollkornmehl. Das hatte ich Gott sei Dank auch noch zu Hause und musste nicht raus. Also, das geben wir in den Mixtopf. Gucken, dass wir nicht alles daneben kippen, so wie ich jetzt. So, da haben wir auch schon wieder gesaut. Dann brauchen wir einen Teelöffel Salz, den dürfen wir nicht vergessen. Dann brauchen wir ein bisschen eine Körnermischung. Ich habe mir jetzt einfach 100, also müsst ihr nicht, könnt ihr, aber wir wollen immer wahnsinnig gerne eben Körner im Brot. Ich habe mir jetzt einfach 100 Gramm Körner abgewogen. Das, was noch da war, ich habe jetzt drin Sesam, Sonnenblumen und Kürbiskerne einfach zusammengemischt. Wie gesagt, ist keine Pflicht. Entweder mit oder ohne Körner funktioniert beides. Dann brauchen wir 70 Gramm Sonnenblumenöl. 600 Gramm Wasser. Und Backpulver brauchen wir. Und zwar brauchen wir 20 Gramm ganz normales Backpulver. So, das geben wir auch mit dazu. Und der Mixtopf fängt schon an zum blubbeln. Wenn ihr jetzt guckt, ihr seht schon, durch das Backpulver fängt es gleich an zum blubbeln. So wie es sonst auch ist mit der Hefe und dieses Mal eben mit dem Backpulver. Also man sieht, es fängt schon an zum Arbeiten. Und das Ganze verkneten wir uns jetzt einfach 5 Minuten auf der Teigknetstufe. 5 Minuten. Teig. Und los geht's. Und dabei könnt ihr euch gleich mal eine Kastenform herrichten und die euch mit Butter ein bisschen ausbuttern. Die, wo ich benutze, die verlinke ich euch wieder unten in die Infobox, weil ich mit der ja wirklich total zufrieden bin. Ja, jetzt warten wir mal die 5 Minuten ab und dann geben wir den Teig in die Kastenform und schieben das Ganze dann sofort im Anschluss in den Ofen. So, Teig ist fertig geknetet. Er ist ziemlich klebrig, der Teig, aber das ist ganz normal. So schaut er jetzt aus. Und den geben wir jetzt, wie vorhin schon erwähnt, in unsere gefettete Kastenform. Na, komm raus. Komm raus. Sei lieb und gehorch mir, lieber Teig. Wir brauchen ein Brot. Jetzt flutscht er raus. Aber das ist wirklich ganz normal, also nicht wundern. Ihr braucht den Teig ja jetzt nicht falten oder irgendwie so. Darum ist das ganz in Ordnung, wenn der so ist. Und der sucht sich dann wirklich schon den Weg, wo er hin möchte. Also da können wir jetzt gar nicht bestimmen, was für eine Form der gibt. So, ich gucke bloß, dass ich wirklich überall den Teig verteile. In etwa. Und dann nehme ich mir ein bisschen Wasser und mache meine Finger ein bisschen nass.
und gebe oben einfach ein bisschen Wasser drüber. Das war fast zu viel hier. Jetzt einfach bloß ein bisschen befeuchten und dann ein bisschen glatt streichen. Und dann gebe ich oben dann immer noch ein bisschen Sonnenblumen, sage ich schon, Haferflocken drauf. Könnt ihr, müsst ihr nicht, ihr könnt jetzt oben auch noch Körner drauf geben. Also das ist wirklich so, wie ihr das wollt. Aber wir wollen wirklich total gern die Haferflocken auf dem Brot. Ihr könnt auch unten noch ein bisschen Haferflocken zuerst reingeben. Also ganz nach eurem Geschmack. Das könnt ihr wirklich, das ist einfach so ein normales Grundrezept. Und dann könnt ihr selber entscheiden, mit Körner, ohne Körner, mit Haferflocken, ohne Haferflocken. Und es schmeckt wirklich total gut. Und man merkt, also ich persönlich habe damals ja dazu geschrieben, eben, dass es nicht auffällt, dass keine Hefe drin ist. Ich drücke das jetzt noch ein bisschen an, damit es auch gescheit haften bleibt. Und jetzt kommt das Ganze bei 200 Grad Umluft in den Backofen und zwar für 15 Minuten. Und nach diesen 15 Minuten schalte ich meinen Ofen runter auf 160 Grad Umluft und lasse es dann nochmal so circa 50 Minuten eben drin. Also insgesamt sind es so 65 Minuten. Aber das sieht man ja dann selber, wenn es eine schöne Kruste hat, dann wird das Brot soweit sein. Und ich hole es dann raus, lasse es dann auch ein bisschen abkühlen und dann schneiden wir es zusammen an, dass ihr seht, wie toll das Brot auch innen aussieht. Fertig ist das Brot ohne Hefe. Schaut mal, ich bin wieder total begeistert, wie es jetzt aussieht. Es ist zwar noch lauwarm, es ist noch nicht ganz abgekühlt, aber ich konnte es jetzt einfach nicht abwarten. Ich habe jetzt gleich den Anschnitt mit Butter und Schnittlauch gegessen. Ich zeige euch jetzt die Scheiben mal von der Nähe. Unten richtig schön knusprig, schön kross und innen schön saftig. Also es ist wirklich ein super, super Brot. Alternativ zum Hefebrot. Schaut euch die Scheiben an, also es ist wirklich mega, mega lecker. Ich würde sagen, ihr könnt es doch wirklich direkt loslegen. Ich glaube, die Zutaten für dieses Brot bekommt man aktuell auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt kein Dinkelvollkornmehl bekommt, dann kauft euch einfach Dinkelkörner und malt euch die im Thermomix. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Ja, in diesem Sinne, backt ein Brot. Auch mal ohne Hefe und ich würde sagen, ich verabschiede mich bei euch und wir halten alle zusammen und wir überstehen das alle auch ohne Hefe. Macht es gut, bis ganz, ganz bald. Eure Thermimano!